Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RoboCraft. Letzte Folge haben wir die Gegner voll überfahren quasi, also wir haben da 100 Punkte zu 0 gewonnen. Ich hoffe mal, dass dieses Spiel ein bisschen spannender wird, weil es ist langweilig einfach drüber zu fahren und die Gegner machen nichts. Mein Mate hat mich blockiert. Warum ist er kürzer in EMP als ich? Obwohl ich vorher in EMP-Bereich war. Das ist auch unfair. Warte, einmal anschießen, damit er nicht repariert wird. Obwohl, der geht eh in eine Base. Das ist egal. Das lasse ich nicht zu. Ja, ich weiß schon. Das war sehr unnütz, glaube ich. Mein Handy hat vibriert. Ich sollte mal da hinlaufen und mit einnehmen. Obwohl, das geht eigentlich. Obwohl, aber es hat einen geringen Wirkungsradius. Das heißt, er fliegt ein bisschen zur Seite und dann ist alles gut. Komm, wir können ja deren 5% wegholen. Wenigstens habe ich ein EMP gemacht, dass er ein bisschen erstmal rumliegt. Der ist RIP. Außer ich kann ihnen helfen. Wo ist der? Wo ist der? Da, außerhalb meiner Reichweite. Jetzt brauchen wir Hilfe. Leckt noch mehr. Ah, der EMP war ein bisschen umsonst. Ja, da habe ich etwas verschwendet. Wie manche Spieler hier einfach laggen. Und ich da. Ah, ich wollte doch gerade noch rausrennen. Ich bin tot. Wenn kein Mate mir hilft. Komm, bleib doch wenigstens da drin, dass du einnimmst. Warum fährt er nicht ein Stück weiter rein? Verstehe ich nicht. Ob er da steht oder weiter drin ist, ist fast kein Unterschied. Da kann er lieber reinfahren und einnehmen. Komm, ich nehme den hinteren Punkt ein.
Der ist gefährlich. Und wer schießt auf mich? Ja, natürlich. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Die mit ihren komischen Minigun-Schrotflinten-Gedöns-Scheiße. Jetzt habe ich Scheiße gesagt und das Video wird nicht werbefreundlich. Nicht werbefreundlich? Irgendwie haben wir extrem nachgelassen gerade. Warum ist er nicht einfach hinter einem Fels geblieben? Ja, okay, ich gehe doch dahin. Ich hätte gedacht, ich könnte Gegnerbasis gehen, aber es bringt macht keinen Sinn, weil das genau deswegen. Komm, die kriegen den. Komm, wir können Richtung Gegnerbase fahren. Machen die bestimmt. Da können die ein bisschen kaputt schießen. War nicht lange, das ist fast eingenommen. Hey! Ist auch lächerlich. Das ist doch lächerlich, dass ich so ganz komisch gelandet bin. Ja, ich bin down. Ja, ist lächerlich, dass ich so komisch gelandet bin. Warum ist mein Roboter so bescheuert? Your Annihilator has charged to 50%. Ah, da. Ich hab gerade gedacht, auf der Karte. Hä? Wo? Ah, da. Da habe ich umsonst geschossen. So, ich spring ganz normal. Komm, dann greifen wir die Basis ein. Schade. Aber ich habe da ordentlich was weggeholt. Und das zählt. Oh, jetzt werden wir geboostet. Da haben wir gewonnen.
schon wieder fast, wer da irgendwie hängt, ganz komisch hängen geblieben. Komm, ich muss zum Kern. Der Kern ist wichtiger. So. Na toll, ich springe natürlich genau denen entgegen. Da bin ich kaputt. Also sich keiner von denen irgendwie so richtig auf ihn geschossen hat. Ah, wir haben gewonnen. Annihilator fully charged. Firing weapon in 3, 2, 1. Von Schaden her war ich nicht so doll, von Punkten her war ich ganz gut dabei. Gesamt natürlich auch meinen Booster bekommen, aber der Gegner, der war gut. Die beiden waren wirklich gut. Den Kampfübersicht mal schauen. Kampfübersicht. Ordentlich an Stufe. Dann hier die schönen Kisten öffnen. Ja, eigentlich ist das eine schöne Waffe. Eigentlich müsste ich Premium holen, um das frei zu bekommen, aber nee. Ein Stern dazu bekommen, ja! Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Könnt ihr gerne oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl und wir sehen dann uns bei der nächsten Folge. Wie gesagt, bis dahin. Ciao.